Tag, Günther. Wir sehen uns hier gleich. Darf ich vorstellen? Staatssekretär von Weinlaub. Mein Name ist Hirse. Guten Tag. Ich bin der persönliche Referent von Herrn von Weinlaub. Guten Tag, Herr Staatssekretär Lause. Ich bin hier für die Sicherheit zuständig. Wenn ich bitten darf, Herr Siskins erwartet Sie schon. War das nicht eben Professor Vollmer? Ganz recht. Um es ganz kurz zu sagen, Simulacron ist bedingt betriebsbereit. Betrachten Sie mich als oberflächlich informiert. Mich interessiert lediglich Ihre Definition von bedingt in diesem Zusammenhang. Natürlich, Herr Staatssekretär. Verzeihen. Wir haben gegenwärtig noch eine prognostische Unschärfe von maximal 5,8%. Ach so. Ja, danke. Ja. Also genau kann Sie Professor Vollmer über den Stand der Dinge informieren. Wie Sie wissen, haben wir immer die Entwicklung des Computers zu verdanken. Ja, das ist uns bekannt, Herr Siskins. Bitte, Professor Vollmer, wenn Sie... Sie sind Staatssekretär? Natürlich. Es interessiert mich ehrlich gesagt wenig. Sagen Sie, haben Sie einen Taschenspiegel dabei? Einen Spiegel? Warum? Nehmen Sie diesen. Was sehen Sie? Bitte, bitte, was sehen Sie? Ich will Ihnen helfen, Herr... Von Weinlaub. Meinetwegen, von Weinlaub. Was Sie sehen, ist nämlich genau das Bild, das man sich von Ihnen gemacht hat. Nichts anderes. Ich bitte Sie. Danke. Und wisst ihr, was ihr alle seid? Vollmer. Ja, Sie auch, Siskins. Wollen Sie in den Spiegel sehen? Immer nur zu, schauen Sie. Schauen Sie sich an. Das ist ein trauriger Witz. Jetzt reicht's aber, Vollmer. Ich finde auch, das geht ein bisschen zu weit. Hirse, ich glaube, wir gehen jetzt besser. Kopfschmerzen, es klopft und klopft und klopft. Wissen Sie, was da klopft in meinem Kopf? Ich weiß es. Lause, kommen Sie doch bitte mal. Sie legen sich jetzt hin, Professor. Lause wird Sie in Ihr Büro begleiten. Komm, Henry. Das sind gar keine Kopfschmerzen. Es ist viel, viel mehr. Es ist so viel, dass mir mein Kopf zu platzen droht. Komm. Ich komm schon, Günther. Sie wollen nichts begreifen. Diese armen Würmer. Passen Sie auf ihn auf, Lause. Ja, es ist Günther. Ich muss mich für Professor Vollmer entschuldigen, Herr Staatssekretär. Er hat in letzter Zeit fast Tag und Nacht durchgearbeitet. Seine Nerven waren ja immer schon leicht angekratzt. Die Grenze zwischen Genie und Wahnsinn, wissen Sie. Trotzdem eine merkwürdige Art von Wahnsinn, finden Sie nicht auch? Doch, Herr Staatssekretär. Sehr merkwürdig. Wenn Sie mich einen Moment entschuldigen wollen? Bitte. Bitte. Verzeihung, ich... Schauen Sie schon hinein. Was sehen Sie? Mich? Stiller wollte schon gestern zurück sein. Er wird schon noch kommen, Henry. Ich habe Angst. Ich bin doch bei dir. Ja. Du bist da. Immer dieser Druck im Kopf. Hast du jemals von einem Kopf gehört, der geplatzt ist? So einfach geplatzt, in 1000 Stücke? Nein, nie. So. Naja. Kannst du dich erinnern, als Kind hast du doch auch dieses Spiel gespielt. Ich sehe etwas, was du nicht siehst. Natürlich, das hat doch jeder.
Günther. Ich weiß etwas, was du nicht weißt. Und was auch niemand wissen darf. Weil es das Ende dieser Welt wäre. See what the boys in the back room will have, and tell them I'm having the same. Go see what the boys in the back room will have, and give them the poison they name. And when I die, don't spend my money on flowers and my picture in a frame. Just see what the boys in the back room will have, and tell them my sight. And tell them I cried, and tell them I died of the same. And when I die, don't buy a casket of silver with the candles all aflame. Just see what the boys in and tell them my... Pardon, aber drüben ist die Bar. Oh, lala. Das sind keine Muskeln, das ist Watte. Ach. Ja, das macht die Schultern breiter. Aber alles ist doch nicht aus Watte, oder? Wenn Sie wirklich interessiert sind, Stiller, Fred Stiller. Ich stehe im Telefonbuch. Tell them I cried, and tell them I died of the same. And when I die, don't pay the preacher for speaking of my glory and my fame. Just see what the boys in the back room will tell them my sight. And tell them I cried, and tell them I died. Klappt's nicht mit dem Drink? Ich bin offensichtlich zu klein. Schade. Vielleicht wachsen Sie ja noch. Vielleicht. Whisky? Ja, mit Wasser. Rainer, zwei Whisky. Einen mit Eis, einen mit Wasser. Sofort, Herr Siskins. Sehen wir uns bei der Beerdigung? Ich bin da, obwohl... Den Toten kann es doch ziemlich gleich sein, ne? Die zwei Whiskys, bitte. Danke. Sie kommen mit dem Computer zur Rande? Auch ohne Frau? Ich denke schon. Wann? Wir können uns nämlich kaum noch Verzögerungen leisten. Das Ministerium drängt. Übrigens, Was? Ach, nichts weiter. Was ist eigentlich Ihr Traumauto? Wie bitte? Ihr Traumauto? Ist
Doch eine ganz einfache Frage. Ach Gott. Eine Corvette. So, so. Corvette. 275 PS. Und 40.000 Mark circa. Liegt etwas außerhalb Ihrer Gehaltsgruppe, was? Etwas, ja. Aber Sie haben mich doch nicht nach meiner Gehaltsgruppe gefragt, sondern nach dem Auto, das ich gerne hätte. Welche Gehaltsgruppe hätten Sie gern? Die nächste. Schon, warum nicht? Wenn Sie genauso gut sind wie Vollmer. Bin ich nicht, aber ich bin zäh. Hoppla. Ich sehe, dass Sie über die grundsätzlichen Meinungsverschiedenheiten zwischen Vollmer und mir informiert sind. Ich denke doch. Eben. Reine Sturheit, finden Sie nicht? Tja, na ja, Sie können sich ja überlegen, dass wir uns nicht falsch verstehen. Das war kein Angebot, das war eine Hypothese. Ich habe Sie verstanden, Herr Siskens. 275 PS. Das ist doch ein Wort. Ich heiße Gloria. Fein. Was zu trinken? Champagner. Was sonst? Champagner. Immer noch 106, 65, 98? 99 mittlerweile. Das ewige Sitzen macht fett. Aber, jeder Zentimeter ist kostbar. Danke. Wie geht's dem Computer? Ich denke gut. Und wie geht's Ihnen bei Siskins? Nein, ich mein's ehrlich. Ich interessiere mich wirklich sehr für Simulacron. Stimmt das, dass Sie damit eine künstliche Welt gebaut haben? Welt ist ein bisschen übertrieben. Wir sind jetzt bei etwa 10.000 Identitätseinheiten. Das reicht für unsere Zwecke. Die Welt in der Nussschale. Verstehen Sie? 10.000 Menschen? Das sind doch Menschen, oder? Wie man es nimmt. Für uns sind das natürlich nur Schaltkreise. Aber Sie selbst. Sie selbst leben wie wir. Bauen Straßen, hören Musik, essen. Und schlafen miteinander? Auch das. Schlafen miteinander. Haben Spaß. Bekommen Kinder. Aufregend. Wie bitte? Das miteinander schlafen. Ja, das auch. Aber ich meine, eine lebendige Welt in einem elektrischen Kasten. Lebendig sind wir. Und die sind wie Leute in einem Fernsehapparat, die uns was vortanzen. Ich finde es wunderbar, wie Sie reden. Ich finde Sie auch wunderbar. Hallo, Lause. Tag. Hast du Stiller gesehen? Ja, vorhin. Komm noch rein. Nein, ich warte hier. Hol ihn bitte. Ja, gern. Fred, kommst du mal? Ich? Lause will ich sprechen. Verzeihen Sie, bis später. Schade. Ja. Lause. Mein Gott, bin ich froh, dass ich dich endlich treffe. Ich muss dich sprechen. Du siehst ja schrecklich aus. Was hast du denn gemacht? Ich bin gleich nach Vollmers Tod aufs Land zu deinem Haus gefahren. Du warst nicht mehr da. Du hast ihn gefunden. Ja, aber wo warst du denn? Ich bin etwas früher zurückgefahren, als ich ursprünglich wollte. Was gibt's denn? Ich will hier nicht reden. Komm. Ist tot. Aber ich denke, es war ein Unfall. Ich weiß es nicht, ich habe es ja nicht gesehen. Aber es ist ja seltsam gewesen. Was denn? Was war seltsam? Vollmer. Vollmer war seltsam. Es ist was Unerklärliches mit ihm geschehen. Ich habe kurz vor seinem Tod noch gesprochen mit ihm. Er hatte Angst. Und dann hat er etwas erzählt, das war so, das war sehr verrückt. Was? Ich kann es dir nicht sagen, es ist zu verrückt. Vielleicht war er selbst verrückt.
Weißt du, was Angst ist? Ja, Lause. Ich denke schon. Keine Ahnung hast du, mein Junge. Ja, gut, aber erzähl mir, was Vollmer gesagt hat. Na schön. Es klingt zwar unglaublich, aber vielleicht. Du musst selbst sehen, was du daraus machst. Ach, mein Gott, bin ich ungeschickt. Jetzt haben sie sich erschrocken. Einen Augenblick noch, bitte. Wie vom Erdboden verschwunden. Bei einer Party des bekannten IKZ-Chefs Herbert Siskins soll in der vergangenen Nacht, laut Aussage eines Angestellten des Instituts, der Sicherheitsbeauftragte Günther Lause während eines Gesprächs plötzlich spurlos verschwunden sein. Die Polizei hat Untersuchungen eingeleitet. Was haben Sie eigentlich vor, Stiller? Was soll die ganze Geschichte mit Lause und Vollmer? Setzen Sie sich bitte. Ich habe der Polizei nur gemeldet, was ich mit eigenen Augen gesehen habe. Ich habe den Eindruck, als wollten Sie sich und das Institut lächerlich machen. Es war aber so, wie ich es ausgesagt habe. Also schön, bitte, wie Sie wollen. Inspektor Lehner vom Vermisstendezernat, Kommissar Stuhlfahrt von der Mordkommission. Und das ist Dr. Stiller, der gegenwärtig den technischen Direktor kommissarisch vertritt. Sie scheinen der Einzige zu sein, Herr Stiller, der diesen Lause gestern Abend bemerkt hat. Wie meinen Sie das? Ich habe jeden einzelnen Partygast von meinen Leuten verhören lassen. Kein Mensch hat diesen Lause gestern Abend dort gesehen. Haben Sie vielleicht zu viel getrunken vergangener Nacht? Nein, ich war nicht betrunken. Vielleicht sollte man doch erwähnen, dass wir Herrn Lause jedenfalls nicht in seiner Wohnung angetroffen haben. Aber das kann natürlich auch ein Zufall sein. Mich interessiert, was dieser Lause angeblich über Vollmers Tod gesagt hat. Er hat nichts Bestimmtes gesagt, er sprach von einem unguten Gefühl. Wo waren Sie eigentlich zur Zeit des Todes von Vollmer? In meiner Hütte in den Bergen. War jemand bei Ihnen? Nein. Wir würden uns gerne den Raum ansehen, in dem Vollmer ums Leben kam. Begleiten Sie bitte die beiden Herren in den Computerraum. Ja, Herr Stiller. Wiedersehen. Bitte. Bis zum nächsten Mal. Adieu. Ich würde diese Geschichte gern vergessen, Stiller. Haben Sie doch schon. Also gut. Ich wollte noch mal konkret über Vollmers Posten mit Ihnen sprechen. Bitte. Schauen Sie, ich habe Ihnen ja schon gesagt, Vollmers Sturheit. Ich meine, das hat mich oft eine ganze Portion Nerven gekostet. Ich bin nicht stur. Sehen Sie, das wollte ich hören. Meine Menschenkenntnis. Ich war mir ziemlich klar, wir würden uns einig werden. Naja. Doch, doch. Sage mir dein Traumauto und ich sage dir, wer du bist. Ach so, das. Na schön. Ich werde mal beim Aufsichtsrat sondieren. Ich sehe da eigentlich gar keine Schwierigkeiten. Auf Wiedersehen, Herr Direktor. Ja? Bring mir eine Kopfschmerztablette, bitte. Gleich. Hast du Schwierigkeiten? Ja, ich mache Karriere. Fred! Hat er dich zum technischen Direktor gemacht? Aber du freust dich ja gar nicht. Wie soll ich mich freuen?
Ich werde doch mit Siskins dieselben Schwierigkeiten haben, wie Vollmer sie hatte. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Und warum lässt du dich dann darauf ein? Mein Gott, es gibt auf der ganzen Welt zurzeit kein so spannendes und aufregendes Forschungsprojekt wie das Simulacron. Jetzt nicht und auch die nächsten Jahre nicht. Ich werde gut verdienen und nur Siskins. Wenn Vollmer recht hatte, dann... Ja. Maja. Ja. Vergiss das Gespräch bitte. Ich werde es vergessen. Danke dir. Ist Vollmers Büro eigentlich schon ausgeräumt? Nein. Seine Sachen sind noch alle drin. Sag alle Termine ab, wenn was Dringendes ist. Ich bin im Vollmers Büro. Was machen Sie denn da? Sie tun mir weh. Danke, Fred Stiller. Sie sind doch Fred Stiller, nicht? Allerdings. Trotzdem, was machen Sie hier? Ich bin von einem Aufsichtsbeamten hergeführt worden. Sie sind doch nicht. Ich bin Eva Vollmer. Eva? Ich habe dich nicht erkannt. Natürlich nicht. Und dass ich hier bin? Man hat mich gebeten, Vaters Sachen abzuholen. Ich dachte, du bist noch in Montreux. Ich bin seit einem Monat zurück. Du warst bei deinem Vater als... Ist dir was aufgefallen an ihm? War er besonders nervös? Ich habe nichts bemerkt. Wieso? Alter. Ich glaube, er hatte irgendeine wichtige Entdeckung gemacht. Er hat mir nichts mehr davon sagen können. Er war ein wenig bedrückt. Mir war nicht bestimmt. Weißt du, wenn du mich besuchen würdest, ich würde mich freuen, ehrlich. Ja. Sag mal, hat sich dein Vater in letzter Zeit öfter mit Günther Lause getroffen? Günther Lause? Deinem Onkel, Günther Lause. Ich kenne keinen Günther Lause. Du erinnerst dich nicht an deinen Onkel? Ich erinnere mich sehr gut an meinen Onkel. Er hieß Jakob. Jakob Meixner. Er ist vor 4 Jahren gestorben. Eva. Ja? Kann ich dir irgendwie helfen? Ich schaffe es schon. Vater hat mir ein bisschen Geld hinterlassen und auch das Haus. Tut mir leid, Fred, aber ich war voreingenommen. Ich dachte, du hättest nichts anderes im Sinn, als Vaters Platz einzunehmen. Ich hätte allerdings wissen müssen, dass das nicht stimmt. Ich hätte gerne einen Kuchen. Kuchen muss am Buffet ausgesucht werden.
Sie sind verhaftet. Folgen Sie mir unauffällig. Mensch, Franz, haben Sie mich erschreckt. Ich nehme den da. Und zwei Whisky. Nun, was gibt's denn, Stiller? Ich möchte Ihnen... ich möchte Ihnen ein Bilderrätsel präsentieren. Stellen Sie sich eine Zeichnung vor mit einem griechischen Krieger, der ein Speer trägt, nach rechts sieht und gerade einen Schritt macht. Und vor ihm bewegt sich eine Schildkröte in der gleichen Richtung. Erstens, sagt Ihnen das was? Zweitens, haben Sie dergleichen in letzter Zeit irgendwo gesehen? Ich? Was soll das alles eigentlich? Professor Vollmer hat mir diese Zeichnung hinterlassen. Falls sie was bedeutet, was? Kauzig, wenn Sie mich fragen. Kauzig, schön. Können Sie sich darunter irgendetwas vorstellen? Vielleicht. Und, was? Zeno. Zeno? Ja, Zenos Paradox. Achilles und die Schildkröte. Achilles, der die Schildkröte verfolgt, sie aber niemals einholen kann, weil sie jedes Mal, wenn er die Hälfte der Strecke zurückgelegt hat, ein entsprechendes Stück vorgerückt ist. Können Sie sich vorstellen, welche Bedeutung dieses Paradoxon in unserer Arbeit haben könnte? Mein Gott, ich bin schließlich nur für die Psychologie unserer Geschöpfe zuständig. Aber soweit ich mich erinnere, soll das Paradoxon darstellen, dass jede Bewegung Illusion ist. Ergibt sich für mich kein Zusammenhang in unserer Arbeit. Ja, Vollmer ist in der Zeit vor seinem Tod auch recht merkwürdig gewesen. Käsekuchen? Wer hat diesen Käsekuchen bestellt? Vielleicht hat er irgendeinen Grund gehabt. Was hat er denn gesagt? Haben Sie nicht diesen Käsekuchen bestellt? Nein, nein. Ah, ja, doch, den habe ich bestellt, glaube ich. Danke. Was war denn merkwürdig, bitte? Schauen Sie, ich habe 3 Tage vor seinem Tod Schach mit ihm gespielt, aber er war eigentlich nicht mehr er selber. Er philosophierte dauernd. Ja. Er sprach von einer grundlegenden Entdeckung. Was für eine Entdeckung? Das wollte er nicht sagen. Es sei ein Geheimnis, so in der Richtung. Warum interessiert Sie das eigentlich alles so, Fred? Weil ich nicht glaube, dass Vollmers Tod ein Unfall war. Was wollen Sie damit sagen? Ich kenne die Auseinandersetzung zwischen Vollmer und Siskinds über die Anwendung des Simulationsmodells, aber... Ich habe nichts dergleichen gesagt. Na schön. Übrigens, ich kann mir vorstellen, worin Vollmers grundlegende Entdeckung bestand. Ich wette, dass das sehr viel mit seiner Haltung gegenüber den einprogrammierten Identitätseinheiten in seinem Computer zu tun hatte. Wenn Sie sich erinnern, hat er sie gern meine Kinder genannt. Aber das war doch Spaß. Man kann nicht jahrelang einen Computer mit Informationen vollstopfen, die insgesamt auf die Simulation von menschlichen Verhaltensweisen hinauslaufen, ohne sich Gedanken darüber zu machen, ob dabei nicht tatsächlich so etwas wie ein menschliches Bewusstsein entsteht. Lause sprach von einer grundlegenden Entdeckung. Lause? Wer ist das? Im Ernst jetzt? Wenn ich Lauses Geschichte über Vollmers Geheimnis nicht geglaubt hätte, dann wäre ich doch nie zur Polizei gegangen. Lause, Polizei, was soll das alles? Lause! Günther Lause, Leiter des Sicherheitsdienstes beim Institut für Kybernetik und Zukunftsforschung. Bei unserem Institut! Jetzt mal ruhig. Ganz ruhig. Stiller. Sehen Sie den Mann da drüben? Das ist Hans Edelkern. Hans Edelkern ist seit 5 Jahren Leiter der Sicherheitsabteilung des IKZ. Erinnern Sie sich jetzt? Stiller! Stiller! Stiller!
Feuer? Ich meine, ich brauche wirklich Feuer für die Zigarette. Verstehen Sie? Das ist kein Annäherungsversuch? Wie schade. Trotzdem, ich rauche nicht. Danke. Leider. Nicht zu danken. Ja? Gloria? Ja? Hast du was zu schreiben da? Ja. Dann notier mal eben. Vereinigte Stahl AG, Vorstand. Sehr geehrter Herr Hartmann. Ich nehme gern Ihre Einladung an, würde allerdings bitten, in Anbetracht der bekannten Umstände, meinen Besuch bei Ihnen als vorerst persönlich aufzufassen. Sie werden sicher verstehen, dass ich zudem auf äußerster Vertraulichkeit bestehen muss. Hochachtungsvoll, Herbert Siskitz. Haben Sie gut hergefunden, lieber Siskins? Kommen Sie doch rein. Ein sauberes Paar. Rupp, Tagesanzeiger. Kurze Frage, Herr Stiller. Dient der neue Computer wirklich nur staatlichen Forschungsaufträgen? Bitte, Sie müssen verstehen, ich darf keine offiziellen Erklärungen abgeben und noch dazu hier aus dem Wagenfenster. Wenden Sie sich doch an die Presseabteilung des IKZ. Ja, das kennen wir schon. Sagen Sie uns nur eins. Erhält ein bestimmter Konzern Informationen über die Ergebnisse, die der Computer auswirft? Nur eins, Herr Rupp. Herr Rupp. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie Ihren Lesern gelegentlich den Unterschied zwischen einem Computer und unserem Simulationsmodell nahebringen würden. Ich werde es den Kollegen von der Wissenschaftsseite sagen. Es handelt sich um eine völlig neue Generation in der Computertechnologie. Und wem nützt sie? Uns allen, wenn es nach mir geht. Darf ich Ihre Legitimation sehen? Die Vorschriften, wissen Sie. Ich weiß. Danke, Herr Direktor Stiller. Was möchten Sie einsehen? Für die Personalakten brauchen wir natürlich eine besondere Genehmigung. Nein, nein, das interessiert mich weniger. Nur die Registratur. Also, welcher Buchstabe? Zum Beispiel L. Bitte, L. Und weiter? Fragen Sie, wer ist Günther Lause? Günter Lause ist nicht bekannt. Was? Bitte. Naja. Edelkern. Fragen Sie nach Edelkern. Na, was sagt er? Er sagt natürlich die Wahrheit. Hans Edelkern ist der Sicherheitsbeauftragte des IKZ. Sagen Sie, Frau Meier. Meier, ist Ihnen irgendetwas, ich meine irgendetwas Besonderes über Hans Edelkern bekannt? Über Herrn Edelkern? Nicht, dass ich wüsste, aber fragen Sie ihn doch selbst. Grüß dich, Fred. Hat sich jemand beschwert über mich? Du kannst mir ruhig die Wahrheit sagen. Nein, nein, wirklich. Dann ist es ja gut. Hatte schon Angst, es gäbe Stunk. Nein, nein. Wirklich.
Ich. Lass nur, Fred. Du brauchst mir nichts zu erklären. Du wirst schon wissen, was du tust. Sag mal, willst du nicht wieder mal vorbeikommen? Laura schwärmt noch immer von unserem letzten Abendessen. Du seist weit und breit der reizendste Unterhalter. So bin ich das? Sagt Laura. Tja, wenn Laura das sagt. Siehst du? Meld dich doch einfach. Wir würden uns freuen, ehrlich. In meinem Leben habe ich noch keine Frau namens Laura getroffen. Laura. Kann ich sonst noch etwas für Sie tun? Danke. Bitte. Hallo, Fred. Du, ich komme wegen Lause. Lause? Welcher Lause? Schon gut, Fritz, schon gut. Hey, Fred, ist was? Morgen, Maya. Guten Morgen, Herr Stiller. Ich bin ein Geschenk. Siskins meinte, Sie würden sich freuen. Natürlich, natürlich freue ich mich. Ein Anblick, der Männerherzen höher schlagen lässt, so sagt man doch, ne? Ja, so sagt man allgemein. Wo ist Fräulein Schmidt-Gentner? Fräulein Schmidt-Gentner ist krank. Wahrscheinlich für länger. Übrigens, Siskins hat mich nur schweren Herzens hergegeben. Danke, ich weiß die Ehre zu schätzen. Wollen Sie eine Tasse Kaffee? Nein, danke. Ich finde es herrlich, mit Ihnen zu arbeiten. Mir ist es auch nicht gerade unangenehm. Verbinden Sie mich bitte mit der Kriminalpolizei, Inspektor Lehner. Sofort, Herr Stiller. Inspektor Lehner, bitte. Danke. Tag, Inspektor. Ich wollte Sie noch mal wegen Lause fragen, ob Sie was herausgefunden haben. Wer ist da? Stiller, Institut für Kybernetik und Zukunftsforschung. Ich rufe an wegen Lause. Günther Lause. Verzeihung, aber... Mir ist kein Günther Lause bekannt. Mein Gott, Inspektor, Sie müssen sich doch erinnern. Siskins Party. Ein Mann ist verschwunden. Ich selbst habe die Anzeige gemacht. Noch einmal, lieber Herr Stiller. Mir ist kein Fall Lause bekannt. Siskins erwartet Sie 14.30 Uhr zu einer Besprechung in seinem Büro. Danke, Fräulein Fromm. Wie geht's dir denn? Keine Ahnung. Schlecht. Was sagt der Arzt? Sie haben alles gemacht. Blut abgenommen, Urin, alles. Aber Sie kommen nicht drauf. Allgemeiner Schwächezustand. Und du? Wie geht's dir? Ich bin um 2:30 zu Siskins bestellt. So. Hm. Wen hast du denn jetzt? Wo? Im Büro. Im Büro habe ich jetzt Gloria Fromm. 116, 65, 98? 99. Vom vielen Sitzen, du weißt. Ich gehe dann wieder. Gute Besserung. Danke. Du? Na?
Ich hab dich immer noch lieb. Setzen Sie sich doch, Dr. Stiller. Möchten Sie was trinken? Danke. Kaffee vielleicht? Nein, wirklich nicht, danke. Na schön. Dann wollen wir anfangen. Möchten Sie? Wie Sie vielleicht wissen, bin ich in der von der Regierung einberufenen Kommission Perspektive 2000 insbesondere mit dem Stahlsektor befasst. Auch in Ihrer Eigenschaft als Vorstandsvorsitzender der Vereinigten Stahl AG? Gewiss, naturgemäß. Wir machen uns in diesem Zusammenhang nun einige Sorgen, gerade angesichts bestimmter Tendenzen in letzter Zeit hinsichtlich neuer Verkehrs- und Transportsysteme, die natürlich für den Stahlbedarf der 80er und 90er Jahre nicht ohne Folgen wären. Ich weiß nicht, wie weit Sie mit wirtschaftlichen Dingen vertraut sind. Kaum. Sehen Sie, wenn ich das kurz erklären darf, Investitionen in unserem Bereich sind nicht nur äußerst langfristig, sondern auch äußerst teuer. Lassen Sie Herrn Hartmann doch ausreden, Stiller. Doch, doch, so kann man es auch nennen. Ganz richtig. Teuer. Mit anderen Worten, eine Investition in einer Größenordnung von mehreren hundert Millionen, die heute vorgenommen wird, würde sich erst in, sagen wir, 20 Jahren amortisieren. Wenn Ihre Entscheidung richtig war. Wenn unsere Entscheidung richtig war, ja. Wir peilen so etwas natürlich auch nicht über den Daumen, sondern bedienen uns dabei einer ganzen Reihe von Entscheidungshilfen wissenschaftlicher Art. Konjunkturanalysen, Marktanalysen, Trendberechnungen, Input-Output-Relationen, all das. Aber Sie wissen ja selbst am besten, wie beschränkt leider immer noch die Leistungsfähigkeit dieser prognostischen Instrumente ist, die mit der konventionellen Computertechnik arbeiten. Und wie hoch der Unsicherheitsfaktor solcher Hochrechnungen ist im Vergleich zu Ihrem Simulationsmodell. Ja. Und warum erzählen Sie mir das alles? Ich verstehe nicht recht. Aber er, Dr. Stiller, es geht hier nicht darum, ob jemand eine Würstchenbude aufmacht oder nicht, sondern es geht um eine Entscheidung von grundsätzlicher, volkswirtschaftlicher Bedeutung, für die Herr Hartmann in seiner Eigenschaft als Mitglied der Kommission Perspektive 2000... Dann soll die Kommission den entsprechenden Antrag stellen. Wollen Sie denn tatsächlich diesen ganzen bürokratischen Mechanismus? Außerdem ist der Abruf von Spezialdaten aus dem laufenden Programm nicht vorgesehen. Das würde das gesamte Programm in Frage stellen und uns mindestens 2 Monate zurückwerfen. Ich werde mich doch nicht vor meinen Mitarbeitern lächerlich machen. Technisch gesehen ist die ganze Sache... Danke, Stiller, ich diskutiere nicht. Sie werden dem Simulationsmodell die Basisdaten Stahlbedarf für die kommenden 20 Jahre entnehmen und hier in diesem Büro bis zum 23. abliefern. Ich weiß nicht. Sie können doch nicht irgendeinen beliebigen Konzern, den Sie wohl abrufen. Was ich kann oder nicht kann, lieber Stiller, lassen Sie meine Sorge sein. Dann brauchen Sie mich ja wohl nicht mehr. Um Gottes Willen, Siskind. Ich hatte gedacht, wenigstens innerhalb des Instituts wäre alles geklärt. Ist das ja auch, lieber Hartmann, ist das ja auch. Sehen Sie, Stiller ist ein Wissenschaftler. Und in jedem Wissenschaftler steckt eben auch ein bisschen ein Idealist. Aber ich werde schon fertig mit diesem kleinen Idealisten in Stiller. Guten Tag, Stiller. Guten Tag, Hahn. Wollen Sie die psychologischen Strukturen der neuen Reaktionseinheiten überprüfen? Nein, nein, das ist doch längst besprochen. Aha. Geht's Ihnen heute besser? Ja, ja, mir ist gestern nur plötzlich schlecht geworden. Ich muss mich wohl richtig offiziell für mein Benehmen entschuldigen. Aber... Doch, doch, es tut mir leid. Verzeihen Sie, aber... Ja, ja, schon ich gut. Ich muss jetzt in den Computerraum auf ein anderes Mal.
Der Bestand an Identitätseinheiten beträgt jetzt genau 9.700. Das wäre fast eine Kleinstadt. Sag mal, ich hätte gerne eine Kontaktschaltung. Für dich? Ja. Mal ein bisschen Kleinstadtluft schnuppern. Von mir aus jederzeit. Du, schau mal. Sie hat sich in das Bewusstsein einer Millionärsgattin versetzen lassen. Ja? Hm, doch, der ist hier. Ja, gut. Ja, gut, ich werde es ihm sagen. Die Polizei wartet in deinem Büro. Sie wollen nicht sprechen. Die Polizei? Ach. Komm doch bitte mit. Okay, Boss. Guten Tag, Herr Dr. Stiller. Danke. Zu viel der Ehre. Das ist Stiller. Oh, Verzeihung. Es tut mir leid. Guten Tag, Herr Dr. Stiller. Guten Tag. Sagen Sie, ich hätte Sie gerne unter vier Augen gesprochen. Ah. Muss das sein? Ich würde sagen, ja. Okay, ich hau dann ab. Ich bin beim Computer. Bis später. Kommen Sie noch mit rein. Danke. Also? Es gibt da Fragen, Herr Stiller. Fragen an Sie. Fragen im Falle Henry Vollmer. Sie waren Vollmers Assistent? Das wissen Sie doch. Ja, gewiss. Reine Routine. Gehört zum Job, lernt man. Und vergisst es nie wieder. Ich will ganz offen sein, Herr Stiller. Es besteht die Möglichkeit, dass Vollmers Tod kein Unfall war. Sie waren damals in Urlaub. Ja, ich war in meiner Hütte in den Bergen, aber das habe ich Ihnen doch längst gesagt. Was heißt das? Sie hätten mir das längst gesagt. Nichts. Nur, ich war in meiner Hütte in den Bergen. Es gibt doch sicher irgendjemanden, der das bezeugen kann. Nein. Ach. Vollmer war mein bester Freund. Sie stehen sich doch jetzt nicht schlecht als technischer Direktor des EKZ. Nein, ich stehe mich nicht schlecht. Wenn noch irgendetwas sein sollte, dann kann ich Sie hier doch immer erreichen. Wenn noch irgendetwas sein sollte. Wiedersehen, Herr Stiller. Das war doch jemand vom Morddezernat. Wenn jemand zu nahe tritt, ich bin für Sie da. Die Polizei lässt nicht locker und das ist auch gut so. Lause hat doch schon angedeutet, dass Vollmers Tod möglicherweise kein Unfall war. Lause? Welcher Lause? Der Lause, Gloria, der auf Siskins Party spurlos verschwunden ist. Ach, auf Siskins Party ist jemand spurlos verschwunden? Das war bestimmt einer von Siskins harmlosen Späßen. Gewiss, Gloria. Gewiss. Ich mache eine einfache Kontaktschaltung mit einer Identitätseinheit. Ist doch recht so, oder?
Ich habe dir 4388 ausgesucht, ein Lastwagenfahrer. Hoffentlich fährt er dich schön spazieren. Okay, fahr ab. Es geht los. Sei schön brav und mach keine Schwierigkeiten. Hm? Fahr ab. Wetter haben wir denen hier gemacht. Sehr seltsam. Wieso ist hier eigentlich kein Verkehr? Verstehe ich gar nicht. Vielleicht ist hier Sonntag. Habe ich glatt vergessen, mich danach zu erkundigen. Und mach schon, Junge. Wenn ich dich totfahre, gibt's noch nicht mal einen Kurzschluss. Was hat Wolfgang sich denn jetzt ausgedacht? Hey, was ist das denn? Sie haben Glück gehabt, junger Mann. Es ist nur ein leichter Schock. Du hättest ebenso gut weg sein können. Wie hat das denn geschehen können? Keine Ahnung. Ich habe den Kasten ja noch nicht untersucht, aber... Aber? Sag schon. Du vermutest doch was. Es ist was explodiert. Überleg doch mal. Das kann doch bloß Sabotage sein. Sabotage? Das ist unmöglich, Herr Siskins. Wir überwachen alles. Wenn etwas explodiert ist, dann kann es nur Sabotage sein, denn ein Computer kann nicht explodieren. Aber Sabotage ist wirklich unmöglich. Meine Leute haben das ganze Institut unter Kontrolle. Offensichtlich doch nicht so ganz. Ich glaube auch eher an einen technischen Fehler. Wie lange wird die Reparatur dauern? Ich wäre beinahe abgekratzt und Sie haben nur Ihren Kasten im Kopf. Sie dürfen sich nicht aufregen. Sie brauchen jetzt Ruhe. Ja, schon gut. Auf Wiedersehen, Doc. Und vielen Dank. Nichts zu danken. Es ist mein Beruf. Ich erwarte noch eine genaue Untersuchung der Sache, Herr Siskins. Sie werden die Sicherheitsvorkehrungen überprüfen, Edelkern. Wenn nötig, verschärfen. Klar? Natürlich, Herr Siskins. Gewiss. Ich würde sagen, Herr Stiller, das Beste ist, Sie gehen jetzt erstmal nach Hause und erholen sich. Und jetzt mal im Ernst. Wie lange wird die Reparatur dauern? 2-3 Tage, glaube ich, nicht mehr. Na ja. Das geht ja noch. Eva? Du hast mich erschreckt. Wieso, hast du was? Nein. Ich habe nur an meinen Vater gedacht. Du, wollen wir ein wenig spazieren fahren? Einfach so. Weißt du, ich brauche ein wenig Ablenkung. Da auf dem Tisch liegen noch ein paar Unterlagen meines Vaters. Du kannst ja mal schauen, ob du was findest, was wichtig für dich ist. Ich mach mich schon mal fertig. Ist er denn... Tod deines Vaters hier alles so geblieben oder hat irgendjemand was abgeholt? Wie bitte? Ich habe gefragt, ob hier seit dem Tod deines Vaters alles so geblieben ist oder nicht. Ist das ein Verhör? Komm, lass uns fahren. Hast du eigentlich die Skizze deines Vaters noch mal gesehen? Welche Skizze? Mit Achilles und der Schildkröte. Sowas habe ich noch nie gesehen. Achilles mit Schildkröte.
Ich werde versuchen, herauszubekommen, wie dein Vater wirklich gestorben ist. Meinst du? Möglich. Ich will nicht, dass dir was zustößt. Was ist denn los? Nichts, es ist nichts, mir ist nicht gut. In der ganzen letzten Zeit ist es mir nicht gut gegangen. Ich habe Schwindelanfälle, bilde mir viel ein. Wahrscheinlich jedenfalls. Möglich, dass ich ganz einfach überarbeitet bin. Soll ich fahren? Nein, nein. Ich bleib noch ein bisschen stehen und dann fahre ich dich heim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Herein, 14, 15. Tag, Fritz. Tag, Fred. Was ist denn das? Das ist ein Kreislaufmittel. Kreislauf? Ja, ich habe in letzter Zeit so komische Schwindelanfälle. Pass nur auf, du. Okay. Deine Puppen tanzen wieder. Ich habe auch schon Kontakt mit 0001 aufgenommen. Mit Einstein? Mhm. Die Katastrophe neulich hat ihn ziemlich beunruhigt. Das macht übrigens auch sonst Schwierigkeiten. Weißt du, ich glaube, dass das Vollmers einziger großer Fehler war. Was? Die Kontakteinheit Einstein. Aber ohne ihn hätte es nie funktioniert. Wir haben alles versucht. Es musste eine Einheit geben, mit der wir direkt in Kontakt treten können. Aber damit war der Konflikt schon geplant. Warum? Weil es keiner aushält, künstlich zu sein und darüber Bescheid zu wissen. Das ist klar. Aber wenn das stimmt, dass die dort schon unter psychischen Störungen leiden, dann wäre das andererseits auch ein großer Erfolg für uns. Naja, wie man es nimmt. Einstein hat von einem Selbstmordversuch berichtet. Ich werde verrückt. Wer? 7326, Christopher Nobody. Ich werde ihn abmurksen, sonst bringt er noch unser ganzes System durcheinander. Ja, wir sind schon ziemlich unmenschlich, was? Aber es bleibt uns ja wohl keine Wahl. Gut, von mir aus kannst du ihn löschen, Dieter. Christopher Nobody. Richtig, Christopher Nobody. Bis später, Fred. Christopher Nobody. Christopher. No. C. Nobody. C. No. Zeno. Zenos Paradox. Das ist kein Zufall. Das muss es sein, was Vollmer mit der Zeichnung gemeint hat. Christopher Nobody. Ich muss diesen Christopher Nobody sprechen. Kannst du mich runterschalten? Es gibt keinen Christopher Nobody mehr, Fred. Der ist schon im Himmel. Lass jetzt die Witze. Ich habe ihn deprogrammiert. Es gibt ihn nicht mehr. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Warum denn? Dieser Christopher Nobody muss etwas wissen. Gewusst haben. Gewusst haben, was mich interessiert. Kann ich mir kaum vorstellen, Fred. Ich habe da fast alles selber programmiert. Das ist doch eine völlig normale Einheit. Versteh wirklich nicht, was du meinst. Nichts, Fritz, nichts. Es war nur so ein Einfall von mir. Dann möchte ich mit Einstein sprechen, vielleicht weiß der was. Mach mir bitte sofort eine Projektionsschaltung. Okay, ich sag dir dann Bescheid.
treffe ich Einstein? In einer Hotelhalle. Du hast nur 5 Minuten. Okay? Okay. Lange auf Sie warten müssen. Guten Tag, Einstein. Guten Tag. Was haben Sie denn? Man trifft schließlich nicht jeden Tag einen von oben. Schauen Sie, im Moment bin ich auch nur ein Bündel elektronischer Schaltungen. Eine Projektion. Wenn Sie so wollen. Sitzen. Ich habe nur wenige Minuten, es lohnt sich eigentlich nicht. Ich will etwas über Christopher Nobili erfahren. Sie haben doch mit ihm gesprochen. Wissen Sie, was ihn zu seinem Selbstmordversuch gebracht hat? Whisky. Er war den Zusammenbruch nach. Warum? Er wusste Bescheid. Worüber wusste er Bescheid? Irgendwie hat er herausbekommen, was er wirklich war. Das kann man nicht einfach irgendwie herausbekommen. Haben Sie geplaudert? Sie wissen selbst, dass meine Schaltungen das nicht zulassen. Die Zeit wird knapp. Stiller muss bald wieder zurück sein. Noch 120 Sekunden. In 30 Sekunden geben wir ihm ein Zeichen. Meine Zeit ist um, ich muss gehen, wieder sind Einstein. Komm, Zadek. Komm, Zadek. Komm, Zadek, komm. Ich kann es nicht mehr ertragen. Bitte nehmen Sie mich mit. Bitte. Sie wissen selbst, dass das absurd ist. Ich komme wieder. Lass mich in Ruhe telefonieren. Und dann treffen wir uns um 8, wie besprochen, Gerda, in dem Restaurant an der Ecke. Also, was fällt Ihnen ein, junger Mann? Das ist wirklich keine gute Kinderstube. Unverschämtheit. Voll. Danke. Alles in Ordnung? Alles in Ordnung. Nur. Nur? Ich habe Günter Lause gesehen. Wen bitte? Komm doch mal bitte mit. Ich möchte einen kleinen Versuch machen. Hast du gerade Zeit? Klar. Pass mal auf. Ich suche eine Identitätseinheit. Dann nimm doch die Listen. Nee, ich will's mal andersrum probieren. Ich gebe dir die Merkmale und du fragst ihn ab. Okay. Alter? 55.
männlich, Junggeselle, technisches Studium. Psychologische Merkmale? Ich würde sagen, gutmütig, aber geizig, trinkt ziemlich viel. Okay, 2 Minuten. Eva, hier ist Fred. Fred? Ja? Sind zu viele. Hast du noch ein paar Angaben? Tja, starker Raucher, goldene Sportabzeichen, sammelt alte Uhren. Ja gut, das müsste reichen. Entschuldige, aber... Nein, nein, ich mache nur ein Experiment. Sag mal, kannst du mich heute abholen? Ich will dich sehen. Okay, nur 6 dann. So, jetzt habe ich 5. Reicht das? Ich hoffe, wie heißen die denn, die 5? Tyler, Strunz, Kittel, Erdhofer, Lause. Vorname? Günther. Günther Lause. Hast du nicht vorher? Ja. Welche Nummer? 7683. Einprogrammiert von? Vollmer selbst. Na also. Vielen Dank auch. Seltsam. Günther Lause? Tagesanzeiger, Geheimnis im Supercomputer. Tagesanzeiger, Geheimnis im Supercomputer. Warum? In Ihrem eigenen Interesse. Vergessen Sie alles, was Sie bisher erlebt haben. Sonst ist Ihr Leben kein Pfifferlinger mehr. Tagesanzeiger, Geheimnis im Supercomputer. Tagesanzeiger, Geheimnis im Supercomputer. Haben Sie Schwierigkeiten? So kann man es wohl nennen. Geht es wieder um Zeno? Oder gar um einen Mann namens Lause? Ja, darum auch. Von der Sabotage während der Kontaktschaltung wissen Sie sicher. Aber dass ein Polizist, der mich schon mal verhört hatte, beim zweiten Mal von dem ersten Verhör keine Ahnung mehr hatte, das wissen Sie nicht. Und dass neulich nachts alles vor mir, die Straßen, die Lichter, plötzlich verschwunden waren. Für Sekunden, das wissen Sie auch nicht. Meine Schwindelanfälle und meine Depressionen, die können Sie sich auch nicht vorstellen. So, so. Eine Straße ist verschwunden und war dann wieder da? Ja! Ja. Eis oder Wasser? Danke, nichts. Ich habe viel nachgedacht. Über Sie, Stiller. Ich glaube, durch die besondere Verantwortung für das Simulationsmodell, durch den spezifischen Stress Ihrer Arbeit, sind Sie überfordert und psychisch krank. Schauen Sie, Sie regieren täglich wie ein Gott über eine Miniaturwelt, die Sie selbst mit geschaffen haben. Und die Ihnen immer mehr vorkommt, als wäre sie eine wirkliche Welt. Sie können Wesen ein- oder ausschalten. Da entstehen Schuldgefühle, Depressionen und Angst. Sie brauchen Entspannung, Ablenkung. Ich gehe mal telefonieren. Was soll ich denn tun? Ja, ist in Ordnung. Okay. Das Wichtigste haben Sie ja schon getan. Die Ursache erkannt, den Ablauf durchschaut, sich das Problem bewusst gemacht. Wenn Sie weiter an sich arbeiten, wird sich auch Ihr Zustand bessern.
Und auch Ihre Bewusstseinsstörungen werden aufhören. Am besten, Sie machen Ferien. Gar kein Gedanke. Gerade jetzt. Ich muss verhindern, dass unser Computer nur noch für einen gewissen Herrn Hartmann arbeitet. Ja. Ich glaube, ich gehe jetzt besser. Versuchen Sie doch, sich wenigstens zwischendurch zu zerstreuen. Und grübeln Sie nicht so viel. Ist besser für Sie. Glauben Sie mir. Ich will's versuchen. Sie nicht einsteigen? Das ist ja schon ein erstaunlicher Zufall, nicht? Das ist kein Zufall. Dr. Hahn hat mich angerufen. Er hatte die Idee, ich könnte Sie heute Abend etwas ablenken. Und ich hatte nichts dagegen. Ich habe auch nichts dagegen. Sole alla valle, sole. Per le campagne non c'è più nessuno. Addio, addio, amore. Io Gloria. Vado via. Gloria! Incallite ormai senza speranza. Jetzt geht's mir wieder gut. Addio, addio, amore. Io vado via. Aber trotzdem lass ich mich nicht einwickeln. Wem lässt du dich nicht einwickeln? Franziskens. Wie meinst du das denn? Ich lasse mich nicht einschüchtern. Ich kann genauso stur sein, wie Vollmer stur war. Und Vollmer hätte sich ganz bestimmt geweigert, seinem Computer Geschäfte machen zu lassen. Und ich werde mich auch weigern. Kann Siskins machen, was er will. Glaubst du nicht, dass Siskins, dass er dir gefährlich werden kann? Nein, wenn er mich braucht. Komm, wir wollen Karten spielen. Guten Morgen, Fred. Morgen, voll in Form. Danke, danke. Post? Nein. Brauchen Sie eine Kopfschmerztablette? Nein. Wichtige Anrufe? Nein. Außer, dass Siskins Sie dringend erwartet. Fräulein Fromm? Ja, bitte. Ich habe wohl gestern Abend ziemlich wirres Zeug geredet. Sie nehmen das nicht ernst, ne? War es denn wirklich alles wirres Zeug? Also, was ist? Ich brauche Ihre Hilfe.
Wir müssen etwas unternehmen. Presse wird nur doch langsam unruhig. Nur mal eine Frage, rein prophylaktisch. Könnten Sie einem Laien die sinnvolle Anwendung des Simulationscomputers im Interesse der Gesamtgesellschaft überzeugend darlegen? Natürlich. Ich habe ja meine Überzeugungen und die kann ich auch überzeugend darlegen. Sehen Sie, genau das habe ich von Ihnen erwartet. Herein mit Ihnen. Mein Mitarbeiter Dr. Stiller und ich haben eine Erklärung über das Simulationsmodell abzugeben. Danach ist für die Damen und Herren Journalisten eine kleine Erfrischung vorbereitet. Durch ein Missverständnis ist es zu einer in der Öffentlichkeit vielleicht etwas verwirrenden Meldung in der Presse gekommen. Wir wollen die Gelegenheit nutzen, um dieses Missverständnis aus der Welt zu schaffen. Dr. Stiller hat das Simulationsmodell mit Professor Vollmer entwickelt. Dr. Stiller wird Ihnen jetzt einige Sätze zu dem neu entwickelten Computersystem sagen. Es handelt sich streng genommen nicht um einen Computer im herkömmlichen Sinn, sondern um ein elektronisches Simulationssystem von extremer Speicherfähigkeit. Einem Wort Professor Henry Vollmers zufolge haben wir mit diesem System den qualitativen Sprung zum gewissermaßen autonomen Computer getan. Wir haben eine eigene künstliche Miniaturwelt aus Regelkreisen, Schaltungen, elektronischen Impulsen, Reflexen geschaffen, die im Funktionsfall ihr eigenes Leben zu führen imstande ist. Nach unseren Spielregeln, aber ihrer eigenen Dynamik folgend. Mal konkret, Dr. Stiller. Was kann man mit dem Ding anfangen? Begreiflicherweise denkt Dr. Stiller mehr in wissenschaftlichen Kategorien. Aber wenn Sie Einzelheiten über die Sicht des Praktikers wissen wollen, stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. Nur zu, Dr. Stiller. Wir würden es gern von Ihnen hören. Ich will es versuchen. Als Denkvorstellung muss man sich das Innere unseres Simulationsmodells, wir nennen es kurz Simulacron, als verkleinertes, repräsentatives Abbild unserer Gesellschaft vergegenwärtigen. Wir haben zur Stunde etwas über 9000 sogenannte Identitätseinheiten, von denen jede das Sensorium, die Intelligenz, das Erinnerungsvermögen, die Vorstellungskraft und so weiter und so weiter eines realen Menschen hat. Wir haben mit Simulacron, kurz gesagt, ein winziges Universum unserer selbst. In dieses Universum nun können wir bestimmte Impulse einspeisen, die diese, und damit komme ich zu Ihrer Frage, Herr Ruff, die dieses Universum zu ganz bestimmten Reaktionen veranlassen. Reaktionen, die exakt unsere eigenen menschlichen Reaktionen wären, wenn wir nur 20 Jahre warten würden. Das heißt, wir können Simulacron benutzen, um genau die Fehler zu vermeiden, die wir sonst in 20 Jahren machen würden. Beispielsweise. Wir können uns also, um ganz konkret zu werden, von Simulacron informieren lassen, welche Konsumgewohnheiten in 20 Jahren herrschen werden, welche Wohnbedürfnisse sich entwickeln werden, welche Verkehrssysteme sich als untauglich erweisen und welche die für die Menschen tauglicheren wären. Dann kann man beispielsweise auch ausrechnen, ob man in 20 Jahren mehr Stahl oder mehr Kunststoffe braucht. Das kann man natürlich. Und zu gegebener Zeit werden diese Daten den Produzenten auch zur Verfügung gestellt werden, schon um kostspielige volkswirtschaftliche Fehlinvestitionen zu vermeiden. Was verstehen Sie unter gegebener Zeit? Aber Sie wissen doch, meine Herrschaften, dass es sich bei diesem Forschungsprojekt um einen staatlich initiierten und finanzierten Auftrag handelt, über dessen Einsatz wir nicht zu entscheiden haben. Wir betrachten uns lediglich als ausführendes Organ im Dienste übergeordneter Interessen. Es gibt weiterhin offene Fragen, Siskins. Ihre Beziehungen zur Vereinigten Stahl AG. Gewiss. Immer bleiben Fragen offen. Deswegen wird er geforscht, um Antworten zu finden.
Hier in unserem Institut kommt es darauf an, alle Energien dem Entwurf einer besseren, neuen, menschenwürdigeren Welt zu widmen. Um Herrn Stillers und unser aller Erwartungen zu erfüllen. Und jetzt der Imbiss. Wie sieht's denn nun wirklich mit den Beziehungen zu Hartmann aus, Herr Siskins? Herr Hartmann ist ein Freund. Ein guter Freund. Privat, Herr Rupp. Ganz privat. Was Hahn über meinen Zustand gesagt hat, ich glaube, das hat mir ganz gut getan. Jetzt weiß ich wenigstens, was los ist mit mir. Es geht dir bestimmt bald besser, Fred. Wegen neulich, weißt du. Es tut mir leid, ehrlich. Ich war wirklich ziemlich kaputt. Hahn sagt, paranoid. Wahrscheinlich hat er recht. Mein Gott, bin ich froh, wenn jetzt alles wieder gut wird. Ja, und, weißt du, jetzt nach diesen ganzen Pressegeschichten, Fernsehen und so, ich kann nur hoffen, dass er sich damit selbst in die Falle manövriert hat. Was meinst du? Hoffentlich hast du recht. Entschuldige mich einen Moment. Natürlich. Wir sehen uns ja irgendwann mal wieder. Eva? 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 Eva! Eva! Sag doch was!
die ist nicht da. Kann ich mal Feuer haben, bitte? Jetzt ist sie verschwunden, wie Lause. Lause ist auch verschwunden und alle haben ihn vergessen. Nur ich. Ich habe ihn im Kopf. Und er will nicht raus aus dem Kopf. Meine Eva. Meine liebe kleine Eva. Bin sie auch vergessen. Aber in meinem Kopf, da bleibt sie drin. Überhaupt ist mein Kopf ein komischer Kopf. Da sind Sachen drin, die gehen in keinen anderen Kopf rein. Guten Morgen, Herr Stiller. Guten Morgen, Fräulein Fromm. Kopfschmerztabletten? Moment. Ich habe gestern den ganzen Abend versucht, Sie zu erreichen. Wer? Siskins will was von Ihnen. Siskins? Wo waren Sie denn? Haben Sie sich mit Eva Vollmer getroffen? Auf alle Fälle. Sie sollen sofort zu Siskins kommen. Es ist wichtig. Stiller ist da. Soll reinkommen. Morgen, Stiller. Na, wie sehen Sie denn aus? Die haben wir die ganze Nacht durchgemacht, oder? Na, setzen Sie sich erstmal. Was gibt's? Ich wollte Ihnen einen neuen Assistenten für Ihren technischen Stab vorstellen. Sie kennen ihn von früher, soviel ich weiß. Ein wirklich guter Mann. Er hat sich bei mir beworben und ich musste zugreifen, bevor ein anderer. Ah, das wird er sein. Herein. Mark Holm. Tag. Tag, Mark. Herr Holm steht Ihrer Abteilung ab sofort zur Verfügung. Wo haben Sie bisher gearbeitet, Mark? Beim Drau-Institut, Fred. Aber... Ach! Ist das nicht eine Tochtergesellschaft der Vereinigten Stahl AG? Gewiss, Fred. Danke, das wollte ich nur wissen. Tja. Ein 61266. Ein 61266. Eva? Mein Gott, Eva, wo warst du denn die letzte Nacht? Ich habe das ganze Haus durchsucht und dich nirgends gefunden. Moment. Danke.
Also, wo warst du? Natürlich bin ich im Haus gewesen, Fred. Ich habe mich auf die Couch gelegt und bin sofort eingeschlafen. Du hast mich nur nicht gefunden. Ich habe jeden Winkel... Das ist doch nicht wichtig, Fred. Ich will mich entschuldigen dafür, dass ich weggerannt bin. Ich liebe dich. Ich bin glücklich. Ich habe nachgedacht und mache mir keine Sorgen mehr. Ich brauche dich, Eva. Hallo, Fred. Ich hab dich schon gesucht. Wie geht's dir denn? Zigarette? Um Gottes Willen, bloß nicht. Ist wirklich zum Kotzen. Seit heute wimmelt dieser Markholm-Wahl rum. Mach jetzt eine Kontaktschaltung zu Einstein. Will endlich wissen, was mit dem Jungen wirklich los ist. Kommst du mit, Fred? Nein, heute nicht. Okay. Bis später. Hey, Fritz. Fritz, was ist denn los? Fritz? Nichts, Herr Stiller. Es ist nichts. Sie sind nicht Fritz Walfang. Sie sind Einstein. Mein Gott, was soll das denn? Lassen Sie mich los, bitte. Ich will nicht mehr zurück. Das ist meine einzige Chance. Ich will ein Mensch sein. Und ich werde es schaffen. Das war der erste Schritt. Und ich werde auch den nächsten schaffen. In die wirkliche Welt. Wie meinen Sie das, den nächsten Schritt? Sie sind hier in der wirklichen Welt. Trinken Sie das noch aus? Nee, nein. Das glauben Sie, Stiller. Doch die Wahrheit ist, das hier, was Sie für die Wirklichkeit halten, ist auch nur ein Simulationsmodell für die eigentliche Welt. Fred Stiller, der große Computerboss. Sie sind selbst nichts anderes als eine Zusammenballung von elektronischen Schaltkreisen. Die Identitätseinheit Fred Stiller. Eine Nummer sind Sie, wie alle hier. Eine Nummer in einer Versuchsstation. Zugegeben, in einer ganz besonders weit fortgeschrittenen. Professor Vollmer wusste das. Und darum hat er sterben müssen. Jetzt wissen Sie es. Das ist nicht wahr. Sagen Sie, dass das nicht wahr ist. Aha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 h